Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe, erfahre und bewerte. Und heute mache ich keine Blindverkastung, sondern ich bin in einem Jameson-Pub in Köln. Ja, und werde jetzt mal einen Whisky probieren, nämlich den Green Spot. Ich kenne ihn noch nicht, bin mal gespannt, was ich da im Glas habe. Ich zeige euch gleich mal, wie hier so das Interieur ist. Es ist noch relativ ruhig. Ich bin quasi einer der wenigen Gäste hier. Schauen wir mal, wie das abends noch so weitergeht. Ich habe vor, mindestens 2 Whisky-Videos zu drehen. Ich weiß aber nicht, ob es klappt, ob einer klappt, ob beide klappen. Das werde ich dann sehen. So, ich habe den Whisky also hier in so einen Tumbler gekriegt. Tumbler sieht ganz hübsch aus, aber ihr wisst ja, Nosengläser sind eigentlich besser. Aber ich habe vergessen zu sagen, habt ihr das? Naja, okay. Also er kommt leicht drüber, nicht wirklich intensiv im Moment. Ist wahrscheinlich dem Tumbler etwas geschuldet. Ich versuche mal ein bisschen abzudecken. Es kommt ein bisschen Aprikose rüber, Frucht. Nicht viel Alkohol. Ja, eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er denn im Mund ist. Oder im Gaumen. Also er kommt nicht sehr intensiv rüber. Erst dann entwickelt er sich im Mund, wird kräftiger im Geschmack. Die Frucht kommt mehr rüber, die Aprikose kommt mehr rüber. Also er ist einer, der so nach oben geht. Und von der Fruchtigkeit her ist ungefähr in dem Bereich. Also ja, es ist jetzt nicht unbedingt der Whisky, wo ich sage, den muss ich mir morgen jetzt sofort kaufen. Wie ist der Abgang? Abgang, ja, man merkt, glaube ich, einen Grain-Anteil. Das ist kein Single Malt. Das ist, ich weiß nicht, was er ist. Ich habe vorher nicht geguckt. Ich habe hier diese Karte hier angeschaut. Ja, zeig mal so hier die Karte. Alles Whiskys. Ja. Preise, na klar, ist hier natürlich teurer, als wenn man die Flasche kauft. Oder ja, das Interieur und so, das muss ja alles gezahlt werden. Ist schon okay. Besser als, sagen wir mal so, Flasche kaufen und dann schmeckt sie einem nicht, die Flasche, ne? Außerdem ist das mal ein Experiment. Ich will mal auch meinen Kanal mit solchen Videos ein bisschen auflockern und sagen, mal sehen. Vielleicht kommen sie die auch so eine Art von Videos gut an. So ein klassischer irischer Whisky. Ja. Ich würde ihn normalerweise als Jameson wahrscheinlich verwechseln oder Tullamore Dew. Die sind so ähnlich gelagert. Ich bin mal gespannt, wie die Musik hier rüberkommt über mein Mikrofon, weil ich habe das auch noch nicht so häufig probiert. Bin mal gespannt. Echt in der Nase mit so einem Tumbler kann man voll vergessen. Also er hat diese schöne, ein bisschen cremig, vanillig und dann kommt so ein Karamell-Charakter. Dann hat er eine gewisse Schärfe, so Ingwer-mäßig.
Also es ist nicht so, dass der jetzt gar keinen Charakter hat oder... Ne, der ist so eher, der kommt von unten und dann macht er ungefähr so, bis hier so die Kante. Ich weiß nicht, was der Whisky kostet, ehrlich gesagt, wenn ich ihn mir so bestellen würde. Also ich persönlich sage ganz ehrlich, 25 Euro oder so, aber keine Ahnung, der kann auch 50 jetzt kosten. Ich werde das, ihr könnt ja selbst gucken, was er denn im Netz kostet. Das ist auf jeden Fall meine Meinung zu dem Whisky. Also das Glas, das war jetzt nicht gerade billig, also wird dieser Whisky wahrscheinlich auch seinen Preis haben. Aber, ja, er enttäuscht mich ein bisschen im Geruch, aber das lasse ich mal im Glas schulden. Also es ist dicker Rand, also... Wo der Laden schön ist. Also Interieur ist gut und Whisky-Karte ist gut. Also gut, viele Sachen kenne ich davon schon oder würden mich jetzt nicht sofort reizen. Ja. Na gut, wenn man selbst 130 Whiskys zu Hause rumliegen hat und hat, glaube ich, insgesamt jetzt 150 oder 160 schon gehabt, dann ist selbst ein Trücanel nichts mehr Besonderes. Ja. Ja, mal sehen, was ich als nächstes mir nehme. Das wäre es dann auf jeden Fall für heute. Ich meine, für das Samstagsvideo. Ich bin mal gespannt, wie euch dieses Video jetzt ankommt, ob ihr das gut findet. Also sozusagen mal so Reise- oder Erlebnis-Videos machen. Aber sie werden nicht so häufig vorkommen, weil das ist natürlich eine Sache, die etwas schwierig ist, Hand zu haben und ja, Planung und Zeit und Lust. Ne? Man muss auch die Laune dazu haben. Es muss das Interieur passen. Dann fährt man irgendwo hin und dann ist es total voll und dann macht es auch keinen Spaß oder ist kalt oder sonst so ein Kram. Ja. Aber heute doch, ja, es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe, extrem ruhig. Keiner da quasi, der jetzt, wo ich jetzt sagen muss, was mache ich hier eigentlich oder was machst du da eigentlich? Und jetzt kann ich es einfach genießen. Jetzt werde ich den letzten Rest hier genießen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn ihr meine anderen Videos anschaut. Jetzt gehe ich mal ein bisschen zur Seite. Und ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Seite. Entweder da oder da wird auf jeden Fall, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Oder da könnt ihr dann halt ja, mein nächstes Video anschauen. Ja, das war es dann von Blind Whisky. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich sage noch Tschüss.